ein sehr schöner Schlag ins Gesicht. Bam, Europameister und dann kann man es nicht mehr rückgängig machen. Also super. Schon recht, ich würde fast sagen, besessen in gewisser Weise, ja. Also ich wache auf und denke mir, ja, Training. Mit der frisch bestandenen Matura im Gepäck ging es für Anton Knoll diesen Sommer nach Belgrad zur Schwimm-EM. Dort holt sich der erst 19-Jährige die Goldmedaille im Synchron-Turmspringen. Und das mit genügend Selbstbewusstsein. Wir hatten Hoffnung, wir haben daran geglaubt. Also wir sind oben gestanden und mein Synchronpartner Darius Lautfi hat dann zu mir gesagt, Anton, ich glaub dran. Und ich war dann so, ja, ich auch. Also es sind schon die kleinen Dinge, die das dann ausmachen. Wenig später springt er auch bei der Olympia in Paris. Wasserspringen, ein Leistungssport, der Körper und auch Geist so einiges abverlangt. Mit ganz vielen Emotionen verbunden, aber positiv, negativ, also man ist vollkommen fertig. Das ist sehr, sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr, sehr schön. Bei den Wettkämpfen entscheiden Punkterichter über den Sprung und dabei zählt Höhe, Eintauchen, die Flugphase, die Ästhetik, der Gesamteindruck. Das Ziel ist also sternenklar. Höher, weiter, schneller, höherer Sprung, schnellerer Sprung, mehr Umdrehungen und dann auch noch schöner. Und das versuchen wir irgendwie zu kombinieren und geben unser Bestes. Trainiert wird hier im Wiener Stadthallenbad 8-mal die Woche. Jede Einheit beginnt mit einem Trockentraining. Schon dabei dreht sich alles um möglichst vollendete Körperbeherrschung. Seit knapp 8 Jahren arbeitet Anton gemeinsam mit seinem Trainer an jedem kleinsten Detail. Wenn wir auf Wettkämpfe sind und so, also wir beobachten eigentlich alles, schauen uns alles an, diskutieren viel und also da ist er schon recht, ich möchte fast sagen, besessen in gewisser Weise. Ja. Als kleines Kind bin ich überall raufgeklettert und runtergesprungen. Ich habe auf dem Bett meiner Eltern so vom Fensterbrett runter in meinen Salto gemacht. Da war ich 3 Jahre alt und hatte einfach eine irre Energie und Freude, mich irgendwie zu bewegen und zu drehen. Und dann musste ich davor noch den Schwimmkurs absolvieren, weil mein erstes Training war mit Schwimmflügel. Da hat mich dann meine erste Trainerin Anja Richter gesagt, Anton, wir nehmen dich sehr gern auf, du bist wirklich super, aber du musst halt schwimmen können. Bei all der Euphorie im Leistungssport sollte man aber auch die eigenen Grenzen nicht überschreiten. Ich habe tatsächlich schon auch so eine Erfahrung gemacht. Also vor 2, 3 Jahren ist es mir wirklich ein bisschen zu Kopf gestiegen. Da muss ich dann auch aussetzen, ein halbes Jahr, habe mich aber auch wieder gefangen. Ich glaube, es ist immer so eine Gratwanderung, weil du willst natürlich alles geben und es geht ja auch darum, dass wir wirklich alles aus uns rausholen. Gleichzeitig muss man auf sich selbst achten und Angst handeln können, auch als Profi. Wir Wasserspringer mögen die Angst. Wir gehen gern damit um, aber wenn ich da oben stehe, habe ich auch Angst. Sein großes Ziel? Ordentlich abräumen bei der Olympia 2028 in Los Angeles. Dass ich dann dort in 4 Jahren stehen kann und sage, okay, jetzt geht's wirklich los, jetzt passt's einmal auf, jetzt kommt Österreich. Wir drücken die Daumen.